Herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Vigil The Longest Night. Da ich von diesem Spiel nur den Trailer gesehen habe und dachte, wow, das sieht eigentlich ganz fett aus, weiß ich nicht mega viel mehr darüber und deswegen geht's jetzt einfach ohne weitere Umschweife auch direkt los. Normal ist bestimmt in Ordnung. Okay, wir haben die grüne Götterspeise getrunken. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ladezeiten, bei denen man nicht weiß, ob das Spiel abgestürzt ist oder nicht, das sind mir die liebsten. Na gut. Also, es lädt schon mal außerordentlich lange. Und die Infoboxen wechseln sehr merkwürdig schnell. Oder langsam. Ja, was weiß man über das Spiel? Das ist wohl ein Metroidvania, Souls-like irgendwie Gedöns in diese Richtung, so eine Mischung aus Salt and Sanctuary, Hollow Knight und Bloodstained. Aber wie gesagt, mehr weiß ich darüber nicht. Was ich jetzt weiß, ist, es lädt sehr lange. Aber jetzt tut sich was. Gebirgspass, na immerhin. Y-Angriff, B-Springen, bewegen, Haltung verwenden, Karte anzeigen, alles klar. Okay, es gibt eine Ausdauerleiste. Endlich seid ihr hier, Nachtwächterin. Jede Nachtwächterin muss zurückkehren, die Prüfung ablegen, damit das Ritual enden kann. Wer seid ihr? Mein Name ist dem Sturm der Zeit zum Opfer gefallen. Doch das spielt keine Rolle. Konzentriert euch auf die Prüfung. Es ist Zeit für euch, emporzutreten und ins Licht zu schreiten. Eulenfeder. Na gut. Kann er auf X auch was? Nee. Okay. Das war sehr clever. Was haben wir hier? Speichern. Alles klar. Guti. Teleportieren kann man auch. Speichern und teleportieren. An euren Statuen kannst du das Spiel speichern, laden und dich teleportieren. Wenn du mit einer interagierst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Hinweis: Wenn du stirbst, geht dein Fortschritt verloren. Benutze eine Eulenfeder, um dich zur letzten Eulenstatue zurück zu teleportieren, an der du vorbeigekommen bist, oder verbrauche eine Blutseele des Kükens, um automatisch zu speichern. Eine Blutseele des Kükens. Eieiei, das ist ja eine schöne Kollisionsabfrage. Gut, hier haben wir direkt eine Blutseele des Kükens, welches Küken auch immer. So, kann ich hier dashen? ZR, mach einen Schritt nach hinten, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Mit dem Control-Stick mach eine Rolle nach vorne, um bestimmten Angriff. Okay, alles klar. Geil. Das ist also Dodgen. Hier ist die Ratte. Okay, dafür gibt's Gold. Kann ich hier hinab?
Ja. Okay. So. Was sind denn das? Ach so. Drücke an einer Leiter hoch, runter, mit einer Leiter und die Luft zuckt. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier so ist. Hier liegt eine, ein Skelett rum. Ratten haben das am Start. So, was haben wir hier? Heiltrank, okay. Was war das? Layla wird müde, wenn ihre Ausdauerleiste gelb wird. In diesem Zustand teilen deine Angriffe nur halben Schaden aus. Der Ausdauerverbrauch wird verdoppelt. Sobald die Ausdauerleiste muss Layla eine Pause einlegen. In dieser Zeit kannst du sie nicht steuern. Oh. Erhöhe die Talente Cardio und Adrenalin, um negative Effekte teilweise aufzuheben. Alles klar. Wo haben wir das denn? Inventar, Ausrüstung und Talente. Schauen wir doch mal kurz rein. Keine Talentpunkte. Ah ja, ja, es gibt's denn ja alles. Axt, Zwillingsklingen, Bögen, allgemein. Ja, es sieht doch gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Ja, noch eine Ratte. Der hat das Talent verbessern. Leda erhält beim Stufenaufstieg jeweils einen neuen Talentpunkt. Öffne das Talentmenü, um deine Talente zu verbessern. Es gibt vier Arten von Waffentalenten und ein gewöhnliches Talent. Möchtest du eine andere Zusammenstellung ausprobieren, musst du jemanden finden, der die Talente ändern kann. Talente mit vier nach innen gerichteten Pfeilen können Spezialaktionen freischalten, die Leda im Kampf flexibler machen. Interessant. Na gut, dann direkt nochmal da rein. Was haben wir denn hier? Fechtkunstübung erhöht den Angriff, wenn ein Schwert ausgerüstet ist. Angriff um 3 erhöht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und was haben wir denn hier bei den normalen Sachen? Erhöht die Max-LP. Auch nicht verkehrt. Ich gehe erstmal auf Schaden, denn warum nicht? Guti. So, geht's hier noch weiter? Jawohl. Ich bin noch. Oh. Das sah nicht so gut aus. Mal gucken, ob ich die steuern kann. Ja, halbwegs. Ach du heiliges Kind. Was ist denn das für ein Ding? Na gut. Eieieiei. Das kann ja nichts werden. Jetzt kann sie nicht mehr, das ist natürlich dumm. Eieiei, okay. Beweg dich! Okay, habe ich noch Heiltränke? Nein, 7. Achso, ja, okay. Später wieder auf, sonst habe ich gleich keinen mehr. Es kommt hier auch direkt so ein zähnendes Dingsbums-Viech angelaufen. So, okay. Aber den haben wir gleich. Sei denn, der packt noch seine Phase 2 aus oder was auch immer. Das war ein bisschen vorartig. Okay, alles klar. Nice. Das gibt auch direkt ein Level-Up. Kann der denn her? Na gut, erstmal hier investieren, dann gehe ich jetzt dieses Mal direkt auf LP, weil, ne, sowas kann man immer gebrauchen. Guti. Gedrückt halten, um höher zu springen und auf Plattformen zu klettern. Alles klar. Wer ist das? Ihr seid stärker, als wir erwartet haben, Nachtwächterin. Wir? Spart euch die Fragen. Wenn ihr diesen Albtraum beenden wollt, müsst ihr die Zeremonie vollenden. Um die Zeremonie zu vollenden, müsst ihr den Torwächter besiegen und durch das Porta Avernus schreiten. Das Tor des Todes. Blickt ins Licht. Es soll euch führen.
Was auch immer das bedeuten soll. Ah ja, ja, sind die Ladezeiten immer so lang? Nee, alles klar. Gut, was haben wir hier? Bewege dich diagonal auf Treppen, um sie hier runter zu gehen. Alter, ich bin jetzt auf einer Plattform springen, alles klar. So, da ist noch so ein Stacheldingens. Da sieht es sehr stachelig aus, da geht's wohl nicht weiter. Dann hier runter. Ah, hier ist noch ein Dingsbums. Dann doch mal direkt speichern. Alles klar. Was ist das? Wurfmesser. Wähle im Untermenü das Inventar, um Gegenstände auszurüsten. In Shortcut-Slots können bis zu 8 verschiedene Gegenstände gespeichert werden. Shortcut-Objekt wechseln mit R und erhalten blendet das Shortcut-Rad ein. Alles klar. Ringe? Waffen. 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 Ah. Verwelkter Blumenring. Er scheint aus echten Blumen gefertigt worden zu sein, die aber schon lange verwelkt und vertrocknet sind. Nicht berühren, sonst fällt er auseinander. Welche Ausdauer um 15? Ja gut, den setze ich mal ein hier. Okay. Und wie werfe ich den? Ah. Nee. Ich bin verwirrt. Ich gucke einmal kurz in die Steuerung. Objekt verwenden. Ah, ist es das? Ja gut, auf A, da hätte ich auch drauf kommen können. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Ja. Habe ich mein Schwert abgelegt? Ah ja. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott. Eieieiei. Was steckt der denn ein, der Blödmann mit seinem komischen Dreizack? Guti, da ist noch einer. Ah. Ah. Level up, tot. Alles klar. Das war ja glorreich. Wer hat da denn auch diese tiefe Grube hingebaut? Oh Gott, jetzt leert das Loch ja wieder eine halbe Stunde. Merke, nicht sterben, man wird doppelt bestraft. Fortschritt ist weg und es lädt ewig. Aber war ja kurz vorher die Eule, das heißt, es ist nicht allzu viel Fortschritt weg. Hoffe ich mal. So, und jetzt habe ich auch 10 Wurfmesser wieder, das ist ja hervorragend. Ja, den Ring habe ich auch nicht ausgerüstet. Klar. So. So, und diesmal nicht so ein Blödsinn machen hier. Jetzt ist sie schon wieder ohnmächtig. Meine Güte. Aber die Heiltränke werden auf 5 aufgestockt. Das ist ja schon mal was wert. Ah, nicht schon wieder. Jesus Christ. Oh, warum hält sie sich denn da nicht fest? Gut, ich gelobe Besserung. Aber ich muss auch erst ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. An dem also nicht vorbeidodgen. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Und ich meine, diese schönen Ladebildschirme sind es doch wert, sich die nochmal anzugucken. So, alles nochmal. Aber dieses Mal, bevor das nochmal passiert, speichere ich nochmal. So. Jetzt
Jetzt diesen Hampelmann einmal und der trifft mich wieder. Das gibt's doch gar nicht. Sie dodgt einfach zu langsam. Das war knapp. Alles klar, so. Jetzt aber. Ja. Okay, das hat nicht funktioniert. Jetzt Level up, das ist doch gut. Was gibt's denn hier noch Schönes? Kannst in der Luft und auch während Kombos Objekte werfen und Zauber einsetzen, beschleunigt die Ausdauererhöhung? Erholung, das ist nicht schlecht. Erhöht den Effekt von Tränken, das ist auch nicht schlecht. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal hier. Ich glaube, ich gehe da drauf. Das scheint mir sinnvoll zu sein und ich denke, ich werde jetzt nochmal hochgehen und speichern. Dann kann man auch direkt sehen, ob die Gegner respawnen. Und jetzt habe ich einen Wurfpfeil weggeschmissen. Das war ziemlich clever. So. Ein Wurfmesser, meine ich doch. Ja, ist wieder da. Alles klar. Und damit war jetzt zu rechnen. So. Hüpf. Öffne das Inventar zur Kategorie Arkan, um arkane Gegenstände auszurüsten. Der Einsatz arkaner Zauber verbraucht Mana, deren verbleibende Menge den rechts neben dem Gegenstandssymbol angezeigt wird. Jeder arkane Zauber hat eine Abklingzeit und hängt von deinem Arkan-Status ab. Ah ja. Und wo kriege ich das her? Arkan, bringt dich zuletzt. Ach so, alles klar. Ja gut, das brauche ich jetzt ja nicht machen. Oder muss man das jetzt machen, um da wieder hochzukommen? Nee. Hey, aber wo soll ich denn dann jetzt hin? Mein Gott, ey. Okay, hier vielleicht links lang? Ich trau mich nicht. Ah! Okay, ja, das geht. Gudi, da sind ein paar Krähen, die machen aber nichts. Da ist noch so ein Hampelmann. Okay. Gibt's da was? Was hier? Intervieren. Oh ja, kleiner Schimmerstein. Was macht der? Keiner weiß es. Dieser Stein leuchtet bei schwachem Licht etwas. Fügt einer Waffe plus 3 Verzauberungen zu. Okay. Entfernt. Was? Na gut. Das lassen wir erstmal. Oh ne, diese Schlangen. Oh, was ist das denn für ein ekelhaftes Ding? Schon wieder ein Level up, alles klar. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, was ist hier oben? Senkt die Ausdauerkosten. Das ist auch nicht schlecht. Verkürzt die Erschöpfungsdauer. Das ist auch nicht schlecht. 5% ist schon nicht so viel. Ich mach mal das hier. Das ist ja auch nett. Kann man eigentlich blocken? Hau mich mal. Okay, das hat hervorragend funktioniert. Das ist doch ein Block, oder nicht? Das geht bestimmt. Muss noch das Timing rausfinden. Auch. Blockiere Schaden durch gegnerische Angriffe. Die Blockwirkung hängt von dem Wert Blockwirkung ab. Ach was. Stufe Schwertfertigkeiten auf, um Paraden und Exekutionstechniken zu erlernen. Gedrückt halten zum Aufladen fügt Gegnern enormen Schaden zu. Du führst einen kritischen Angriff aus, der die Verteidigung der Gegner durchbricht. Erfordert Kometenschlag und wechsle den Pfeil. Also je nachdem, welche Waffe man ausgerüstet hat, macht man mit ZL was anderes.
So, was ist da? Oh, Heiltränke. Da stehen zwei Typen rum. Die lassen mich bestimmt nicht rein. Hey. Ich kann auch direkt nochmal einen benutzen eigentlich. Hier nochmal links gucken, ob da noch irgendwas ist. Vielleicht kann ich da nochmal irgendwo runterfallen. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite von den Stacheldingern. Alles klar, hier ist noch eine Blutsäde des Kükens. Kann man auch mal mitnehmen, wenn man eh schon da ist. So. Servus. Halt! Nur Bewohner dürfen die Stadt betreten. Oh, lange nicht gesehen. Ihr habt euch wirklich sehr verändert. Fast hätte ich euch nicht erkannt. Ihr habt einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Hier herrscht das reinste Chaos. Tangerine ist mal wieder hysterisch und schon seit Wochen terrorisieren Monster die Stadt. Die verrückte alte Tangerine, als wäre Bruna zum ersten Mal weggelaufen. Wie oft ist das jetzt schon vorgekommen? 20 Mal? Sei nicht so herzlos. Diesmal ist Bruna schon ziemlich lange weg. Naja, der Unterschied diesmal ist, dass Gram auch verschwunden ist. Ich meine, es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Tangerine ist die Einzige, die der Wald nicht ins Auge sehen will. Na egal. Und was macht ihr hier? Daisy hat mir geschrieben, dass sie bald Geburtstag hat. Ich bin zurückgekommen, um mit ihr zu feiern. Aber sagt mal, ist es wirklich wahr, dass Bruna verschwunden ist? Sagte ich das nicht gerade? Arcturan, du redest viel, wenn der Tag lang ist. Wie soll man dann noch wissen, was davon wirklich stimmt und was nicht? Aber zurück zu eurer Frage. Auch wenn Tangerine immer betont, dass es für sie und Bruna nur den Glauben gibt, ist es ziemlich offensichtlich, dass da mehr zwischen Bruna und Gram läuft. Oder Gram. Und nun sind sie zufällig gleichzeitig verschwunden. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, was eigentlich passiert ist. Nun geht aber nach Hause zu eurer Schwester, ja? Sie wird sich sicher sehr freuen, euch zu sehen. Ja gut, alles klar. Dann gehen wir nach Hause. Liebste Bruna, Bruna, meine liebe Bruna ist verschwunden. Hauptmann, ich muss mit dem Hauptmann sprechen. Ich habe überall gesucht, aber alles, was ich finden konnte, war ein Blutfleck am Wasserfall. Oh, Göttin! Beruhigt euch bitte. Meine kleine Tochter, meine liebe Bruna ist verschwunden. Bruna ist schon wieder verschwunden. Könnte dieses Monster ihr etwas angetan haben? Ach was, das ist doch Unsinn. Nicht mal ein Hündchen könnte die Stadt betreten, wenn die Tore verschlossen sind. Ein Monster könnte niemals hineingelangen. Könnte sie vielleicht mit Gram unterwegs sein? Weißt du noch, letztes Jahr am Schimmerlos, da gab es doch einen ähnlichen Vorfall. Wagt es nicht, meine Tochter zu verleumden. Gram hat ihr das angetan, dieser betrügerische Heide. Es reicht jetzt. Wir wissen, dass ihr Gram nie akzeptiert habt. Und selbst er, eine Wache, könnte Bruna niemals ungesehen aus der Stadt bringen, sobald die Tore geschlossen sind. Ich werde mich der Angelegenheit annehmen, aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen, falls sie zurückkommt. Ach, mein liebes Kind, wo bist du nur? Ja, ja, ich sollte nach Hause gehen, falls sie zurückkommt. Ja, ich gehe nach Hause. Servus. Ihr habt einen schlechten Zeitpunkt erwischt, um zurückzukehren. Überall herrscht Chaos. Kann ich irgendwie helfen? Irgendwie habt ihr euch verändert. Liegt das an der Nachtwächterinnenausbildung? Wenn ihr wirklich helfen wollt, könntet ihr euch überlegen, wie wir die riesige Bestie loswerden, die vor den Toren der Stadt herumlungert. Ihr sind schon so viele Wachen zum Opfer gefallen. Die Bestie mit dem klaffenden Maul? Ich habe sie auf dem Weg hierher getötet. Was? Ganz allein? Ja, allein. Ist das ein Problem? Aber nicht doch. Ich bin nur etwas überrascht. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich kann kaum glauben, wie stark ihr geworden seid. Ich muss unsere Truppen zurückrufen. Könntet ihr dem Hauptmann die Nachricht für mich überbringen? Er erwartet meine Antwort am Außenposten. Ihr findet die oben. Ja, alles klar. Oben also. Tor-Außenposten. Erstmal gucken, was hier noch so geht. Reden. Es stimmt schon, dass wir Bruno eine Weile nicht mehr gesehen haben. Wir machen uns alle Sorgen, aber Tangerines Beschuldigungen helfen auch nicht weiter. Vielleicht heißt sie auch Tangerine. Ich dachte immer, dass Brunas Leben genauso wie das ihrer Mutter nur aus der Göttin und den Ritualen besteht. Aber letztes Jahr am Schimmerlos. Menschen können schon eine große Enttäuschung sein. Wir können alles vortäuschen. Sogar Frömmigkeit. Vielleicht ist Tangerine die einzige wahre Gläubige hier. Der sieht ja komisch aus. Na gut. Habt ihr von der Kreatur gehört, die in letzter Zeit von den Toren der Stadt umherstreift? Sie soll größer als drei Männer sein und könnte uns einfach so im Ganzen herunterschlingen. Sie hat bereits mehrere Wachen getötet. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die Stadt angreift. Wir hegen großes Vertrauen in Hauptmann Karl. Aber Duran, Randall...
Schmiede. Na gut. Goldener Hammer steht für Macht und Bestrafung. Na, das ist ja auch eine schöne Beschreibung. Servus. Seid gegrüßt, Nachtwächterin. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Isidora, die Inhaberin. Wenn ihr etwas habt, das ich für euch lagern soll, gebt es mir ruhig. Ich habe genug Lagerplatz. Keine Sorge, bei mir sind eure Sachen sicher. Wie genau ich das anstelle, ist jedoch geheim. Das ist unser kleines Geheimnis. Okay, da kann ich also Sachen deponieren, das will ich jetzt aber gerade noch nicht. Sachen geheim zu halten ist meine Spezialität. Ich freue mich schon auf euren nächsten Besuch, Nachtwächterin. Die leuchtenden Steine sind von der Göttin gesegnet. Mit solch einem heiligen Material kann ich noch stärkere Waffen herstellen. Naja, handeln, schmieden, verzaubern. Dann verzaubern wir doch mal direkt. Alle Ausrüstungsgegenstände außer Ringe können verzaubert werden. Es gibt insgesamt 6 Edelsteine. Jeder von ihnen verleiht Ausrüstungsgegenständen 2 einzigartige Fähigkeiten. Wähle im Verzauberungsmenü einen Ausrüstungsgegenstand und dann mit links rechts den Edelstein mit hoch runter. Kannst du ihn anlegen. Hinweis, ein Gegenstand kann nur einmal verzaubert werden. Verzauberst du ihn nochmal, wird der Effekt des vorherigen Edelsteins ersetzt. Ja, das macht irgendwo Sinn. Dankeschön. So. Ja, habe ich ja alles nicht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön für nichts. Das geht wahrscheinlich dann erst später. Schmieden. Alle Ausrüstungsgegenstände außer Ringe können geschmiedet werden. Dadurch erhöhen sich die Werte um 150%. Verwende Schimmerstein, um einen Ausrüstungsgegenstand... Aha, alles klar. Dafür brauche ich also den Schimmerstein. Das kann ich dann jetzt also machen. Ist das korrekt? Geil. Was hat das jetzt gebracht? Plus 2 Schwert der Nachtwächterin. Angefangen wird. Alles klar. Sehr schön. So, und handeln? Was hat er denn? Bogen und Klamotten. Kann ich das so irgendwie vergleichen? Nicht genug Gold. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Speer gibt's auch noch. Was ist das hier? Sehr schick, bietet jedoch kaum Schutz. Na toll. Eine Maske, die wie eine Eule aussieht. Was haben die denn mit Eulen in diesem Spiel? Munition, eine einfache Kapuze. Um 1 mit der Umgebung zu werden. Feuerpfeil. Ja, hier im Bogen nehme ich aber mal mit, oder? Aber vorbei, vielleicht findet man auch einfach gleich den ganzen Standardkram. Ich lasse es erstmal so. Dieses Eisen ist nicht so gut. Überhaupt nicht. Gut, hier kann man. Das bringt gar nichts. Alles klar. Des Professors. Ah ja, den gibt's also auch noch, den Professor. Da bin ich ja mal gespannt. Untersuchen. Nach Pace, dem Märtyrer, führt intensiver Schmerz zu einem neuen Verständnis. Opfer und Erwerb sind Synonyme und keine Kausalität. Unter schimmerndem Licht und in der Hand der Göttin. Alles klar. Der Professor ist scheinbar nicht zu Hause. Haus von Mukdars. Willkommen in meinem Theater. Es mag zwar nicht so gut wie das Theater meiner Heimatstadt sein, aber für einen wahren Schauspieler spielt die Bühne keine Rolle, nicht wahr? Nun, verehrtes Publikum, welche Geschichte darf ich euch heute erzählen? Wie wäre es mit der Geschichte vom heldenhaften Mukdars? Und dem Tag, an dem er seine rechte Hand verlor, um ein kleines Mädchen vor heimtückischen Ketzern zu retten? Kleines Mädchen? Es ist eine Tradition des Wüstenvolks, den Kranken die Kehle durchzuschneiden. Wenn man jemanden vor einem schrecklichen Schicksal bewahren möchte, muss man etwas opfern, das einem sehr wichtig ist.
Für den tapferen Mukdas war dies seine rechte Hand. Zu schade, dass er nur eine hergeben konnte. Wäre ihm noch eine geblieben, hätte er den Pfeil abwehren können, der den Hals des jungen Mädchens traf. Welch ein Opfer und wofür? Solch Tragödie in einer Welt, die doch unter dem Schutze der Göttin stehen sollte. Und so endet unsere Geschichte. Kommt gerne mal wieder vorbei. Auf Wiedersehen, Verehrteste. Wie komme ich denn da hoch? Na gut, dann nicht. Schenke. Meine Güte, was ne Häuser. Ist die Nachtwächterin-Ausbildung so hart, wie man immer hört? Ich habe als Kind mal ein Buch über Nachtwächterinnen in der Bibliothek gefunden. Als meine Mutter herausfand, dass ich darin las, musste ich mich bei der Göttin entschuldigen. Meine Mutter war unfassbar wütend auf die Bibliothekare, die das Buch einfach so liegen gelassen haben. Sind die wirklich so streng? Ich habe gelesen, dass Nachtwächterinnen nur rohes Essen verzehren dürfen, nicht heiraten dürfen und dass es da etwas gibt, das sie Schimmerkodex nennen. Ist das alles wahr? Ist der besoffen? Mein Bruder hat schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich weiß, wie es nicht so gebrochen. Allerdings, sie prüde wie Schwester, er soll ein wirklich süßes, lautes Lachen zu singen. Nur wegen Karies. Ach, du vergesst, was ich gesagt habe. Okay. Tequila. Ah, nicht schlecht. Stein, der Friedhofswächter, verhält sich in letzter Zeit irgendwie seltsam. Ich meine, Stein ist sowieso schon ein seltsamer Kauz, aber in letzter Zeit ist er noch seltsamer als sonst. Könnte das vielleicht... Ach nein. Was denn? Sag doch. Ach, nichts. Ja, also die Informationen, die man hier sammeln kann, die sind schon aller Ehren wert. Im Gegensatz zu Helden niemals im Krieg. Aha. Das ist ja interessant. Komisch, ist Daisy nicht zu Hause? Seid ihr für den Schirmerlos zurückgekehrt oder Daisys Geburtstag? Sie liegen ja zufällig am selben Tag. Daisy bat mich, in einem Brief nach Hause zu kommen. Na, wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr eurer Schwester diesen Kuchen geben. Oh, das ist der Geburtstagskuchen, den ich für sie gemacht habe. Ihr könnt gerne probieren, wenn ihr wollt. Ihr habt diesen Kuchen gebacken? Daisy, sie verdient es, glücklich zu sein. Ich bin sicher, dass sie überglücklich sein wird, euch zu sehen. Schnell, geht nach Hause und überrascht sie. Ich gehe wieder zurück in die Schenke. Da gibt's Tequila. Bis später. Okay. Ah, hier wohne ich also. Und was ist noch hier? Vorratslager, alles klar. Oh, der spricht... Oh, das ist aber frech. Ich bin der beste Schütze in der Hauptstadt. Ich bin dort sogar eine kleine Berühmtheit. Der Kaiser hat mir sogar einen Titel verliehen. Turbawaisungi. Und ich bin sogar noch besser im Entziffern, Entdecken und Aufspüren. Und darum bin ich hier. Aber der Kaiser hat mir eine ziemlich schwere Aufgabe gegeben. Die ist wirklich knifflig. Ich hätte nie erwartet, dass der Kaiser einer Gruppe drogenabhängiger Priester glauben würde, dass schreckliche Heiden das Land bedrohen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit meinen Untersuchungen anfangen soll. Diese Scharlatane reden sich den Mund fusselig und dann müssen Männer wie ich wegen solch kryptischer Wörter ihr Leben lassen. Ich bin absichtlich alleine gekommen. Niemand anderes soll für diesen Unsinn sterben müssen. Und warum hast du mir dann mit der Zwille ins Gesicht gehauen? Das ist doch frech. Ah, vielleicht kann man irgendwann Doppeljump. Nehme ich jetzt einfach mal an. Gut, und da geht's weiter.
Dann gebe ich jetzt mal der Daisy ihren Kuchen. Oh. Der Schimmerlos ist der wichtigste Tag des Jahres. Aber es gibt viel vorzubereiten. Es wäre schön, wenn sie hier sein könnte. Wahrscheinlich macht sie gerade irgendwo irgendetwas, was Nachtwächterinnen nun mal machen. Ob sie dieses Jahr vielleicht nach Hause kommen kann? Es ist schon einige Jahre her, seit wir das letzte Mal zusammen meinen Geburtstag gefeiert haben. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ich bin jetzt 16 Jahre alt, das weiß sie auch. Vielleicht sollte ich aufräumen. Nur für den Fall. Oder ihr Lieblingsessen kochen. Ach ja, das Wichtigste darf ich nicht vergessen, meinen Spezialsaft. Huch, wer klopft denn da an der Tür? Ja, das war wohl ein Rückblick. Daisy, bist du da? Ich bin wieder zu Hause. Stell dir vor, Cillian hat einen Kuchen gebacken. Ausgerechnet Cillian. Daisy, wo bist du? Daisys Notiz. Sechskantige Kerze. Obwohl ich sie jedes Jahr brauche, vergesse ich ständig neue zu kaufen. Zeremoniegewand. Keine Ahnung, wo meines ist, werde mir wohl eines ausleihen müssen. Zeremonieglocke. Wenn ich sie nicht finde, muss ich Schwester Jasmin bitten, mir eine andere zu geben. Ja, eine tolle Notiz. Das ist eine Einkaufsliste. Gut, sie ist nicht da. Na sowas. Hallo, lange nicht gesehen. Habt ihr Daisy gesehen? Noch nicht. Oh je, wo ist sie nur geblieben? Dafür sollte ich jetzt nochmal hinkommen. Na, vielen Dank auch. Ja, wo ist sie nur geblieben? Das weiß ich leider auch nicht. Ich denke mal, das gilt, das herauszufinden. Ein unheiliger Geist. Herrje. So, dann jetzt erstmal zu dem Wachmann da oben auf seinen Aussichtsturm. Alien-Axt. Na gut. Ich kann euch nicht ohne Erlaubnis des Hauptmanns reinlassen. Hey, nur Wachen dürfen das Außenpostenlager betreten. Naja, zugegeben, das Lager wird nicht gerade gut bewacht. Hier sind sowieso nur ein paar persönliche Gegenstände und Schlüssel für Einrichtungen in der Stadt. Nichts Wertvolles. Verdammt, wäre Steve nicht selbst ein kleiner Dieb, müsste ich hier auch nicht den ganzen Tag stehen und Aufpasser spielen. Warum feuert ihr ihn nicht einfach? Das versteht ihr nicht. Sobald man eine Wache geworden ist, muss man diese Pflicht bis zum Tode erfüllen. Genau wie die Nachtwächterin. Wo ist mein Helm? Ah! Wie viel habe ich letzte Nacht getrunken? Euer Helm? Den tragt ihr doch auf dem Kopf. Ah, oh, das ist Grams Helm. Aber ich habe ihn nicht gestohlen. Nur eine Weile ausgeborgt. Also habt ihr ihn doch gestohlen. Hütet eure Zunge. Wisst ihr überhaupt, wen ihr vor euch habt? Ich bin eine Torwache Mace. Jeder, der das Tor passieren will, braucht meine Erlaubnis. Das mag sein, aber trotzdem habt ihr den Helm gestohlen. Ich stehle von niemandem. Wenn ihr so ein Problem damit habt, warum helft ihr mir dann nicht, meinen eigenen Helm zu finden, damit ich Grams... seinen zurückgeben kann. Nö, kein Bock. Ja gut, vielleicht doch. Der Hauptmann hat alle Tore verschlossen, weil Monster vor der Stadt herumlungern. Dass es auch gefährliche Menschen gibt, scheint egal zu sein. Die Leute glauben trotzdem, dass ein Monster Bruna entführt haben muss. Ich habe gehört, dass Bruna verschwunden ist. Die Menschen in der Stadt glauben wohl, dass Graham etwas damit zu tun haben könnte. Ha! Ich würde auch abhauen, wenn Tangerine meine Mutter wäre. Aber Spaß beiseite, ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas Schreckliches passiert ist. Niemand hat gesehen, wie Bruna die Stadt mit ihm zusammen verlassen hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Graham überhaupt etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Graham überhaupt etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Pardon.
Göttin, ihr seid es. Es ist schon lange her. Seid ihr für den Schimmerlos zurückgekehrt? Ich soll euch vom Leutnant ausrichten, dass das Monster mit dem riesigen klaffenden Maul vor den Stadttoren erledigt wurde. Göttin, endlich mal eine gute Nachricht. Ich nehme an, das wart ihr, richtig? Wären meine Wachen nur halb so stark wie ihr, hätten wir Bruna schon lange gefunden. Was könnte mit ihr passiert sein? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte Grammy geholfen, vor ihrer herrischen Mutter zu fliehen, aber irgendetwas stimmt da nicht, zumal der Professor Monster erwähnt hat. Vielleicht sind die Monster der Grund für all diese seltsamen Geschehnisse. Daisy hat es in ihrem Brief erwähnt, deswegen bin ich hier. Tangerine behauptet, in der Nähe des Wasserfalls Blutspuren gesehen zu haben. Die Monster in der Gegend scheinen in letzter Zeit ziemlich aktiv zu sein. Ich hoffe so sehr, dass sie nichts damit zu tun hat. Überlass das mir. Wenn Daisy mich schon bittet, zurückzukommen, muss die Situation sehr ernst sein. Großartig! Ich überlasse die beiden Fälle dann euch und gehe ins Bett. Übrigens, nehmt das an euch. Wir haben diese Waffe geschmiedet, um mit ihr das Klaffmaul zu besiegen, aber da ihr uns diese Aufgabe abgenommen habt, soll sie euch gehören. Eisenhellebarde. Alles klar. So. Ja, fett. Danke. Eisenpfeil. Okay, war ich nicht eigentlich auch noch ein Level aufgestiegen? Nee. Dann werde ich trotzdem erstmal beim Schwert bleiben. Gibt es eine Schnelltaste, um die Waffe zu wechseln? Bestimmt, ne? Waffe wechseln mit L. Alles klar. Ja, das ist ja richtig geil. Alles klar. Supi, also was muss man jetzt machen? Ich habe nichts gehört. Den Helm finden und zum Wasserfall mit den Blutspuren. Irgendwie sowas. Ah, hier ist ja noch ein Laden. Da war ich auch noch nicht drin. Idoneas Laden. Mal da Heiltränke kaufen, das wäre ja nicht verkehrt. Und hier ist auch noch ein Schalter dran. Ah, sehr schön. So. Servus. Oh, seid ihr nicht die berühmte Nachtwächterin? Ich bin Judinea und helfe immer gerne. Gegen eine kleine Gebühr versteht sich. Ist das nicht ein tolles Angebot? Ein paar Münzen für ein längeres Leben. Okay. Heiltrank, Wurfmesser, Molotow-Cocktail. Gut, ich kaufe mal Heiltränke. Ich hab was? Okay, das geht nur mit dem Stick. So. Ciao. Und dann werde ich jetzt einfach mal aus der Stadt hinauslatschen. Denn da wird's wohl weitergehen. Es laggt ganz leicht, wenn man die Waffe wechselt. Zumindest beim ersten Mal. Ah, bis auf die Ladezeiten läuft es ja ansonsten eigentlich ganz ordentlich. Ist halt auch Day One. Vielleicht wird es ja auch noch gepatcht. Ich weiß gar nicht, ob es schon einen Patch gab oder ob das noch Version 1.0 ist. Aber ist doch wurscht. Läuft und macht Bock. Was sind denn diese Statuen überall? Eine Diebin, die da. Eine Frau. Sie ist ihm gefolgt und ich bin ihr gefolgt. Gefolgt bin ich ihr. Warum ist sie dem Professor gefolgt? Sie. Mein Kopf, ich habe Kopfweh. Ich brauche meine Heiligwaldmedizin. Junge Dame würde dir wohl mal eine Medizin bringen. Okay. Man kann also hier rechts weiter oder da noch in den Wald gehen. Ich gucke mir einmal kurz die Notizen an. Ich weiß überhaupt nicht, wo die sind. Hier. Prüfung der Nachtwächterin. Der alte Laternenträger sagte, dass die Nachtwächterin des Porta Avernus treten muss, um die Prüfung zu vollenden. Finde Bruna. Plötzlich mit gegen einen Wasserfall ansehen. Gerüchte im Dorf. Blablabla. Glorreiche Waffe. Finde den Helm. Schwester Daisy. Finde Daisy. Verschiedenes. Informiere den Hauptmann, Detektiv im Auftrag des kalten Fremdes in der Stadt, um nach Heiden zu suchen. Ich habe noch nie davon gehört, dass es nur einen Heiden geben sollte. Vielleicht haben die Priester ihm den falschen Ort genannt. Ein Drogen. Okay, hat mehr etwas von einer Frau erzählt. Hä? Die dem Professor gefolgt ist, aber mehr kann er nur erzählen, wenn er seine Heiligwaldmedizin bekommt. Ach, das ist ein Typ. Ups. Na gut. Ein Drogenabhängiger.
Das weiß man auf den ersten Blick. Für die Zeremonie werden 6 wichtige Gegenstände benötigt. Die meisten können jedes Jahr wiederverwendet werden. Die Zeremonieglocken können nur einmal verwendet werden, deswegen muss die Kirche ausreichende Mengen zur Verfügung stellen. Braucht ihr eine Zeremonieglocke? Hier habt ihr eine. Ja, vielen Dank. Kann man hier rein? Ankündigung der Kirche. Gebete werden durchgeführt. Ja, okay. Herzlichen Dank. So, Friedhof. Und so ein Dude. Ah, das ist Stein. Seltsame Geräusche auf dem Friedhof in letzter Zeit. Stein macht sich Sorgen. Leere Bibliothek. Mein Gott, gibt's hier viele Häuser. Also es hat sehr viel mehr Story als Salton Sanctuary, so viel kann man schon mal sagen. Wobei es mitunter genauso kryptisch ist. Der vergoldete Blutbaum. Es gibt viele Geschichten über den flüssigen Vollmond. Nach der Schlacht von Dick-Bushire vereinigte sich die dem Wahnsinn verfallene Herrin mit der heiligen Wunde. Die Traurigkeit strömte aus ihren Augen und färbte die Sonne rot. Von jenem Tag an gab es jeden Abend einen Sonnenuntergang. Die Tochter, die sie 450 Jahre lang aufgezogen hatte, verließ sie für ihren Geliebten. Die wutentbrannte Herrin begann in einen Krieg, in dem sie das Leben ihrer Tochter mit eigenen Händen beendete. Ja, also so hundertprozentig korrekt ist die deutsche Übersetzung nicht, aber was soll's. Epos Koland. Die Mutter von Koland säte die Saat des Lichts und brachte die Liebe der schillernden Göttin hervor. Wenn in den weit entfernten heiligen Landen die rituelle Glocke ertönt, wird Koland wieder in den Himmel aufsteigen. Das ist also sehr kryptisch. Schlacht von Dick-Bushire, Prolog. In Dick-Bushire ist es verboten, den Namen Silia auszusprechen. Nach einem jahrhundertelangen Bürgerkrieg erklärte Silia, das reichste Land auf dem Kontinent Koland, seine Unabhängigkeit. An jenem Tag versagte die Herrin diesem Land ihren Segen und läutete seinen Niedergang ein. Schlacht von Dick-Bushire, Finale. Der Prinz von Silia und die Tochter von Colans Herrin zeugten das Volk und errichteten das Land, das neue Land, Neu-Koland. Obwohl die Schlacht von Dick-Bushire die Hälfte der Zivilisationen des Kontinents zerstörte, konnte endlich ein neues Zeitalter beginnen. Ein Glück. So, moin. Wer seid ihr? Hast du mich etwa schon vergessen? Ich habe dir und deiner Schwester immer Bücher gebracht. Du liebtest die Gruselgeschichten und Daisy war ganz verrückt nach Märchen. Erinnerst du dich an die Geschichten über das alte Siegel, die wunderschöne Stelle, an der es heißt, und die Sonnenstrahlen küssten den riesigen Baum? Das stammt noch aus der Zeit vor der langen Nacht. Verzeiht, ich war so lange fort. Schon in Ordnung, du störst mich ja nicht beim Lesen. Es ist hier so friedlich und ruhig, nicht wahr? Aber Bruna liest nicht gerne. Wie meint ihr das? Der Hauptmann hat dir doch aufgetragen, nach Bruna zu suchen, nicht wahr? Warum suchst du dann an einem Ort, an dem Bruna niemals gehen würde? Sag mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist. Lesen bedeutet die Vereinigung von Worten und Seele. Es sagt sehr viel über einen Menschen aus. Ich kann euch nicht ganz folgen. Ach, schon in Ordnung, nur das Gefasel eines alten Mannes. Ich hoffe, dass du findest, wonach du wirklich suchst. Die Prophezeiung der Ankunft. Legende. Mit Hilfe der großen Gottheit kann die Finsternis beendet werden. Das heilige Vermächtnis wartet gut versteckt im Heiligwald. Wenn Knochen und Blut im Einklang sind, wird sich der Heiligwald erheben und die große Gottheit das Licht bringen. Ah ja. Auch das absolut verständlich. Hier ist eine Truhe. Jadering. Den kann ich mir bestimmt direkt ausrüsten. Hoppala. Was macht er denn? Ich kann nicht immer bei dir sein, aber Glück und Reichtum können deine treuen Begleiter sein, wie die Bücher, die du immer bei dir trägst. Erhöht die Goldmenge, die Monster hinterlassen. Ja, das ist auch nicht verkehrt. So, hier kann man noch untersuchen. Verbrannte Tagebuchseite. Die Einwohner der Stadt sind der Bibliothek nicht wohlgesinnt und alle örtlichen Kirchen haben sich zu privaten Organisationen entwickelt. Ich habe die Anweisung erhalten, in die Hauptstadt zurückzukehren, aber zuerst mich durch all diese Dokumenten kämpfen. Aha.
Quatsch, und ich falle hier wieder runter. So, okay, dann mal auf den Friedhof, wa? Hoffentlich gibt's da mal wieder einen Gegner. Ganz halt nur Laber hier. Seltsamer Topf. Gut, hier kann man erstmal speichern, das ist nicht schlecht. Oh, was ist das? Aua! Okay. Ist er explodiert? Warum ist er denn explodiert? Naja gut, vielleicht explodiert er einfach. Der Hundi. Level up. Alles geht am Anfang aber relativ schnell mit dem Level. So. Jetzt komme ich einmal kurz hier bei der Axt. Ja gut, dann mit den Angriff. Ich gehe nochmal aufs Schwert. Und zwar... Ja, gut, das ist doch mal nicht verkehrt. Ich glaube, das war nicht mal. Ein Combo-Angriff nach allen drei normalen Angriffen, der zusätzlich Haltungsschaden zufügt. Einfach nochmal Angriff drücken, soweit ich das richtig verstanden habe. Easy peasy. Wo ging es weiter? Da nicht. Ja, das war's, oder was? Da geht's bestimmt auch nochmal irgendwann weiter. Aber jetzt noch nicht. Na gut, dann hau ich hier wieder ab. Oder ich bin blind und es ging dort doch noch weiter. Aber naja. Ich gehe dann erstmal hier weiter nach rechts. Und schau, was da so abgeht. Ich hörte, dass die Blumen damals, als die Sonne noch schien, bunte Farben gehabt haben sollen. Ganz anders als heute. Ich wünschte, ich hätte sie damals sehen können. Besonders die Kaminblumen. Kaminblumen? Und warum bist du hier eigentlich alleine? Wo ist denn deine Familie? Ich pflücke hier Blumen. Ich möchte ein wunderschönes Kleid nähen und mit ganz vielen Blumen dekorieren. Das klingt toll. Mögt ihr auch Blumen? Die Leute sagen, dass es in der Nähe der Höhle in den Bergen viele besondere Blumen geben soll. Aber sie lassen mich nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Doch ich habe mal gesehen, wie Bruno dem Professor in die Höhle gefolgt ist. Immer wenn ich ihnen Blumen bringe, freuen sie sich. Bestimmt gehen sie in die Höhle, weil sie Blumen auch so sehr lieben wie ich und welche pflücken wollen. Wow, okay. Da bricht die Framerate ein bisschen ein, oder zumindest sieht es so aus. Noch mehr Leute, Dorf. Brunas Verschwinden hat die Menschen in Unruhe versetzt und jetzt ist auch noch Graham seit einigen Tagen verschwunden. Ich hoffe, dass die beiden nur zusammen durchgebrannt sind. Sie kannten sich schon aus Kindertagen, aber dass sie einander so nah waren, wusste ich nicht. Aber in Digbyshire endet gemeinsames Durchbrennen immer in einer Tragödie. Ein ganzes Reich ist deswegen untergegangen. Tangerine kann damit nicht umgehen. Als ich nur Grahams Namen erwähnte, warf sie mich wutentbrannt aus dem Haus.
Ich dachte, dass Bruno ihr Leben allein der Göttin gewidmet hätte, genau wie ihre Mutter. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie auch Interesse an Männern hat. Doch dann habe ich gesehen, wie sie eines Tages mit Graham an seinem Wachposten sprach. Sag Tangerine bloß nicht, dass ich euch davon erzählt habe, sonst gehen die Pferde mit ihr los. Verdammt, warum bin ich nur so ein Plappermaul? Tal, na gut. Fluoridring. Mhm. Und ein Distelring. Wunderschön. Oder ist es Distel? Nö. Distel. Was geht hier ab? Ein Schleim hier. Das funktioniert ja super klasse. Da leuchtet es doch, da kann man noch rein. Na gut, vielleicht auch nicht. So. Gut, und hier ist noch eine Eulenstatue. Dann würde ich an dieser Stelle mal sagen: Tschüss und auf Wiedersehen. Das war ein kurzer Einblick. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Danke fürs Gucken.